Guten Morgen, liebe Radfreunde. Der zweite Tag meiner Tour wegen der nordhessischen Schlösser und Burgen hat in Wietzenhausen begonnen, wo ich gestern Abend gelandet bin und mir ein Hotel angelacht habe. Jetzt, heute Morgen, ist es so neblig gewesen, dass man die Hand vor Augen nicht mehr sehen konnte. Die Brille war beschlagen. Jetzt bin ich 10 Kilometer gefahren zur Burg Hanstein, die ich eigentlich jetzt mir ansehen wollte. Aber ich stelle fest, da oben ist der Nebel noch so komplett, da kann ich rein aufnahmetechnisch gar nichts mit anfangen. Also ein zweites Mal die Burg Hanstein nicht angetroffen, weil sie nicht zu sehen war. Da muss ich mal eine eigene Tour von machen, wenn das Wetter absolut in Ordnung ist. Und deshalb muss ich jetzt, damit ich meinen Tagesrhythmus bis nach Bad Hersfeld schaffe, leider weiterfahren. Und dann schauen wir mal, ob sich das Wetter bis zur nächsten Burg oder Schloss gebessert hat. Fahren wir jetzt mal erstmal weiter. Die Sonne scheint ein wenig durch, aber ansonsten hängt der Nebel hier unten in Oberrieden, das ist der Ort, in dem ich gerade bin, auf den Dächern und lässt seine Feuchte auf den Ziegeln zurück. Also da kann ich auch die zweite Burg leider nicht mir ansehen, denn die Burg Ludwigstein liegt gleich um die Ecke und da kann ich quasi genau das gleiche Problem nur haben. Schade, aber dann müssen wir jetzt halt weiterfahren Richtung Hannover-Schmünden. Ich bin jetzt an der Werra und da sieht man auch, wie vorm Berg das alles rumhängt, das ganze Nebelzeug. Oh, da kommt ein Schwan angeflogen. Sehr schön. Ja, auf der anderen Seite im Osten fängt die Sonne an, so langsam ein bisschen Kraft zu kriegen. Aber das wird noch ein bisschen was dauern. Nun sind wir in Bad Soden-Allendorf. Die Kliniken für Erholungssuchende, die hängen hier so ein bisschen was am Berg. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Stadt weitergeht. Das wird meine Emma mir gleich erzählen. Wenn ich schon den Hanstein nicht zeigen konnte wegen Nebel, jetzt hier unten fängt es langsam an, ein bisschen was heller zu werden, weil die Sonne anfängt sich durch zu kämpfen. Und da kann ich euch in Bad Soden das Gradierwerk zeigen und das Stadttor zur Innenstadt. Dieses ist ja verbunden, also dieses Bad Soden ist verbunden mit Allendorf auf der anderen Seite der Werra. Und das ist eine Stadt. Da fahre ich jetzt aber mal weiter, denn meine Tour geht quasi an diesem Park hier vorbei. Bin ich in einem Ort, der heißt Kleinfach. Komme ich aber nur vorbei. Jetzt kann man tatsächlich sehen, dass die Sonne sich durchgesetzt hat und der Nebel verschwunden ist. Vielleicht bei Wietzenhausen noch an den höheren Bergen hängt, aber hier, wo es jetzt niedriger geworden ist, ist es ganz verschwunden. Ja. Aber dann sind natürlich zwei Burgen an mir vorbeigegangen.
Jetzt fahren wir mit dem Ziel die Burg Tannenberg uns vorzunehmen auf dem Wege nach Bad Hersfeld. Ich hoffe, das wird dann jetzt was. Okay, weiter geht's. Immer noch im Tal der Werra. Im Augenblick, die Straße geht nach Richtung Eschwege. Da werde ich wahrscheinlich gleich irgendwann rechts abbiegen müssen. Auf dem Werra-Radweg haben die wirklich sehr schöne Rastecken gemacht. Und dahinter ein Stück Naturschutz, Abbruch eines Kreidefelsens, in dem viele Vögel nisten in der Erde oder in den kleinen Spalten zwischen den Brocken des Kalksandsteins. Und in dieser Richtung geht es jetzt weiter. Die Sonne hat sich jetzt durchgesetzt, der Bodennebel ist verschwunden, Gott sei Dank noch kein Wind. Und da kann man eigentlich ganz gut fahren. Bisher ging es von Wietzenhausen auf dem Radweg Richtung Eschwege, aber jetzt biege ich nach rechts ab Richtung Süd-Südwest und die Werra verlasse ich jetzt auch. Und der Ort hier heißt Niederhohne und gehört zu Eschwege. Hier bei Vierbach sind wir mal gewesen und dann sind wir hier dran lang und sind jetzt hier in Reichensachsen gelandet und fahren jetzt aber südlich weiter Richtung Sontra. Das sind noch ungefähr 12 Kilometer und es lässt sich sehr gut fahren. Die Sonne ist jetzt voll aktiv und ja, ich bin von der Eisenbahnstrecke und von der Rennstrecke namens Bundesstraße auch weg. Das ist etwas Schönes. Nachdem die Werra mir abhanden gekommen ist, habe ich jetzt ein kleines Flüsschen wiederentdeckt, was zur Werra hinfließt, auf dem Wege nach Nentershausen Richtung Sontra. Das wird die Vögel freuen. Dies ist Hohen Eiche und das ist die St. Martinskirche, ist schon 11 Uhr und ich habe erst 40 Kilometer gefahren, aber da kann ich nichts dran ändern. Es ist eben viel passiert, was die Zeit gefressen hat. Ja, dass diese Kirche ein nennenswertes Denkmal für das Ortsbild ist, das stimmt. Diese Kirche wurde im 14. Jahrhundert gebaut und im Laufe der Zeit in verschiedenen Baustilen entweder geändert oder renoviert. Ja, rein komme ich leider jetzt nicht, fahre ich also in dieser Richtung weiter aus dem Ort wieder raus und dann, soweit die Füße tragen, Richtung Sontra. Ein Zwischenziel des heutigen Tages ist Sontra. Habe ich erreicht, zumindest den Ortsrand, und dann fahren wir jetzt mal rein und mal schauen, vielleicht lässt sich dafür die Mittagspause was arrangieren. Das ist die Innenstadt von
Sontra. In 120 Metern geradeaus auf Fulda Straße. Schon mal das ist der etwas verwaiste Platz, Marktplatz oder wie immer man es nennen mag. Und das ist das Rathaus von Sontra. 11:45. Nichts los. Höchstens die Pizzeria hier. Die ist aktiv. Nentershausen ist erreicht, da wo die nächste Burg ist. Und zwar die Tannenburg. Jetzt wollen wir mal sehen, wo es zur Tannenburg führt. Und da oben liegt sie. Aber ein Drittel von dem, was ich gestern klettern musste. Das werde ich auch noch schaffen. Mal sehen. Die beiden, die kenne ich. Ich bin mit meiner Frau schon mal auf der Burg da oben gewesen. Aber das wusste ich jetzt nicht, dass die in Nentershausen die Tannenburg gewesen ist. Aber naja, jetzt weiß ich's und jetzt acker ich da mal hoch. Und ich kriege Besuch. Na, nun komm mal her. Jetzt bin ich am Fuße der Tannenburg. Und jetzt nur noch 100 Meter. Die werden wir auch noch schaffen. Ja, ist schade. Ich bin hier schon mal gewesen. Insofern weiß ich, dass man da innen, dritte Tür rechts, in einen Saal, Rittersaal kommt, in dem man ritterlich speisen kann. Aber wenn die da ein dickes Schloss vorhaben und haben geschlossen, obwohl auf dem Schild draufsteht, dass heute eigentlich auf ist, dann kann ich das nur Corona zuschreiben. Aber was soll's? Warum sollen wir uns ärgern über Dinge, die wir nicht ändern können? Es ist schönes Wetter und die Tannenburg habe ich erklommen. Nicht annähernd so schlimm, wie das war mit der gestrigen Burg, Burg Berlepsch. Von daher alles prima. Links abbiegen. Schöne kleine Kirche von Nentershausen. Du bist zurück, jetzt links. Bei nächster Möglichkeit links. Von Nentershausen bin ich hier runter jetzt mindestens 20 Minuten nur runtergerollt. Jetzt habe ich alles verloren, was ich mal hatte. Aber dann habe ich hier diese Art Wasserbüffel gesehen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber sehen sehr kräftig aus, die Kameraden. So, und jetzt geht es hier weiter Richtung Bebra erstmal. Und hier zu meiner Rechten finde ich jetzt die Fulda wieder. Da ich ein Stückchen die Fulda hochfahre, ist es richtig, dass sie nach rechts wegläuft.
bis nach Kassel und so weiter bis nach Hannover-Schmünden. Aber ich will ja jetzt nach Bad Hersfeld. Hier unten ist es ein bisschen ruhiger geworden. Auf der Landstraße eben war mal wieder der typische Krach, der einen dann umgibt. Aber das kann man ja nun mal nicht ändern. Ja, Bad Hersfeld 6,2. Die Deutschlandroute, Radweg Deutsche Einheit, Hessen R1, Fulda Radweg, alles da. Und Biergarten zur Weißen Dame, das könnte einen verführen, dort lang nach Bad Hersfeld zu fahren. Zum Schluss vor dem letzten Monument, nämlich die Stiftskirche in Bad Hersfeld, bin ich noch mal schön in der Natur, denn die Standardstrecke nach Bad Hersfeld führt an Bahn und Bundesstraße lang. Und habe ich jetzt rausgefunden, hier kann man viel gemütlicher fahren, auch wenn man 2 Kilometer mehr fährt. Aber was ist das schon? Dafür habe ich aber hier meine Ruhe. Hier das Rathaus von Bad Hersfeld, was auf dem Wege zur Stiftsruine mir in die Quere kommt. Schon sind wir bei der Stiftsruine, in der ja nach wie vor Theaterstücke gespielt werden, und zwar regelmäßig auf hohem Niveau. Aber im Augenblick ist geschlossen. Das ganze Areal hier ist von einer Mauer umgeben. Denn das Ganze war ja mal ein Kloster. Zufällig konnte ich nicht mal reinschleichen, da wo die Arbeiter normalerweise nur reinkommen. Und hier in diesem Bereich sind normalerweise die Bühnen. Und in diesem Bereich hier sind die Schauspieler. Und da hinten in dem großen Stiftsgebäude ist das Finanzamt von Bad Hersfeld. Sehr bezeichnend. Ja, liebe Radfreunde, etwas Neues ist geschehen. Bei Nachsehen im Internet, sprich, wie heißt das Ding, Wetter Online, gibt es hier auch ein Regenradar. Und da habe ich gesehen, morgen gibt es wieder kräftig Regen in unserer Gegend, und daraufhin habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich in Bad Hersfeld, 2 Tage, 2 einzelne Tage abgeschlossen, jetzt fahre ich nach Kassel zurück, bringe einen Tag in Kassel im Regen zu und fahre dann wieder morgens früh um 6 nach Bad Hersfeld und mache die 2. 2 Tage, also den 3. und den 4. Tag. Das habe ich dann gemacht, und deshalb bin ich jetzt wieder
in Kassel zu Hause quasi eine Zwischenlandung gemacht. Und ja, in der Betrachtung des Tages muss ich sagen, es war schön. Heute Morgen war es erstmal ein bisschen was sehr frisch mit 10 Grad, hochfeucht, Nebel bis ins Werratal runter. Und dann das Problem, dass ich wegen dem Nebel die kurz hinter Wietzenhausen liegenden zwei Burgen überhaupt nicht angehen konnte, weil die lagen im Nebel. Da kann ich nicht fotografieren, da kann ich nicht filmen. Das konntest du vergessen. Dafür quäle ich mich nicht die paar hundert Meter hoch auf den Berg, wo die Burgen oder die Ruinen sind. Und dann habe ich die zwei sein lassen müssen. Aber in Nentershausen, die Tannenburg, die habe ich ja dann mit relativer Höhe, also ein Drittel von dem, was ich gestern mich hochquälen musste, bei der Berlitzburg, habe ich dann ja geschafft. Und auf dem Wege dorthin, der Weg, der kam mir so bekannt vor. Und dann kamen da die zwei Eselchen in dem Gatter. Und da wusste ich, hier war ich schon mal. So, dann bin ich dann da hoch. Jawohl, in dieser Burg bin ich mit meiner Frau schon mal bei einem Ritterfestival gewesen. Sprich, da wurde dann sehr kräftig und derbe gefuttert. Und ja, und da dachte ich, ach, da komme ich jetzt in den Hof rein. Nix da. Da war so ein dickes Schloss, haben sie zugemacht. Draußen auf einem Schild sagen sie was anderes als das, was sie machen. Es war jedenfalls keiner da und ich war da ziemlich alleine. Naja, dann habe ich halt von draußen gemacht und dann auch mit der Drohne einmal ein bisschen was von schräg oben. Das kann ich ja dann auch in den Film rein basteln. Aber mehr war nicht drin. Aber dennoch, es war eine Burg, die dazugehörte zu meinem Plan. Und danach bin ich dann, ja, ich glaube noch 30 Kilometer bis nach Bad Hersfeld durch schöne Landschaft gefahren. Das hat mir sehr gut gefallen und vor allen Dingen zu Anfang erst mal eine halbe Stunde nur runterfahren. Das ist ja herrlich, wenn man nicht daran denkt, dass man es irgendwann wieder hoch muss. Aber das war nicht, weil man, wenn man zum Fluss runterfährt, sprich zur Fulda, dann kommt da nichts mehr hoch. Und das war dann auch so, dass ich die letzten 10 Kilometer bis Bad Hersfeld neben dem Fluss gefahren bin. Das war auch recht schön. Das Wetter war dann schon bei 23 Grad. Da musstest du schon zweimal dich umziehen, um ein bisschen weniger zu schwitzen. Hat alles prima gepasst, aber in Bad Hersfeld habe ich ja dann die alte Stiftsruine besichtigt und da war eine Tür ja auf und da konnte ich dann mal rein. Da waren drei Herren von der Verwaltung für diese Anlagen und die haben da irgendwas drin rumgebastelt. Mit denen kam ich ins Gespräch und habe die gefragt, wo denn die ganzen Sitzgelegenheiten, die Sitztribüne ist. Sagt er, die wird alle zwei Jahre neu aufgebaut, wenn die hier was vorführen. Ansonsten ist das eine Burgruine, die so in Schuss gehalten werden soll, dass sie ein Altertum ist. Und neue Sachen wie Bühnenaufbau und Ähnliches, das wollten die da nicht haben, das wäre also nicht so. Das war mir vollkommen neu. Ich dachte, dass die das immer so machen. Nee, die machen das immer nur quasi alle zwei Jahre einmal. Aber durch das Versehen, dass sie da die Tür seitlich auf hatten, konnte ich natürlich da mal rein und konnte mal ein paar Aufnahmen und mal mit der Movie mal da durchdonnern und hatte dadurch ein bisschen was mehr Informationen, wenigstens von dieser Stiftsruine. Das hat mir gut gefallen. Und dann bin ich zum Bahnhof gefahren und bin nach Kassel und nun oben.
Ja, 20 nach 7 abends bin ich wieder zu Hause. Und dann werde ich vermutlich, wenn das alles so klappt, übermorgen früh um 6 wieder im Zug sitzen nach Bad Hersfeld. Und dann mache ich die zwei nächsten Tage. Aber es war schön, dass ihr mit dabei wart und dass ihr morgens nicht frieren musstet bei dieser feuchten Kälte. Das ist schön, das habe ich dann für euch übernommen. Aber nachher die Schwitzerei brauchte ich nicht. Aber was passiert, passiert halt. Und es war ein schöner Tag mit euch zusammen. Und deswegen bis übermorgen. Macht's gut. Hat mich gefreut. Tschüss.